Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Fallout 4. In der letzten Folge haben wir uns ja, naja, nicht selber in die Luft gejagt, aber so ein bisschen zum Teil. Wodurch ich hier nochmal alles machen muss. Shit happens! Ich hatte das ja... What? Was ist mit meiner Waffe? Ich hätte das ja offscreen machen können, dann dachte ich mir aber, ich lasse ihn mal mitgucken. Ich hoffe... Na okay, war der Richtige. Ja, ich lasse ihn mal mitgucken, wie ich das alles normal mache. Dann bringt ja auch nichts, wenn ich andauernd irgendwas offscreen mache und 8 Stunden der Spielzeit dann offscreen sind. Ja, das war ja schon der letzte, ne? Sollten jetzt hier noch ein paar Mia-Lurks kommen, ne? Anscheinend ja nicht. So, dann nehmen wir hier mal wieder die ganze Munition mit. Splittergranaten habe ich das letzte Mal auch mitgenommen. Es kann übrigens sein, dass ihr jetzt manchmal so musikalische Untermalung habt, weil die, die über mir wohnen, oder der, ich weiß es nicht genau, wer da jetzt wohnt. Weil ich muss nie so hochlaufen. Spielt manchmal auf dem Klavier Weihnachtsmusik zurzeit. Wir haben es ja heute, ich muss überlegen, 14. 15. Heute ist der 15. Dezember. Das heißt, in nicht mal 10 Tagen ist Weihnachten. Also 9 Tagen. Da ist schon richtig Stimmung. Ich habe hier so einen Lichterbogen und oben spielt Weihnachtsmusik. Ich habe ein Räuchermännchen. Die Plätzchen sind schon fast alle und ich habe Standbild. What? Jetzt. Oberfläche. Speichern wir mal ab. Bevor uns dasselbe passiert wie beim letzten Mal. Was hast du gefunden, Doc? Eine Waffe, die keiner braucht. Ja, danke. Doc, ich bin beinahe begeistert. Hier drin haben wir diese Wagenfalle, die wir noch entschärfen müssen. Bevor uns hier wieder alles um die Ohren fliegt. Aber sonst war ja nicht drin, ne? Da war ich ja so enttäuscht. Den Wecker konnte man mitnehmen. Wenigstens das. So, und dann war hier noch irgendwo eine Falle. Haha. Guti. Dann sind wir jetzt schon weiter als beim letzten Mal, ne? Ach, da war ein Raketenwerfer drauf. Ja, schön. Kann man den... Nö. Ich hätte den gerne mal so umgeschossen oder so. Sind wir das erste Mal hier vorne rein? Das dürfte doch gar nicht gegangen sein, oder? Doch, sind wir. Ja, doch. Mist. Gut, nachdem wir den Ort jetzt komplett erforscht haben, habe ich ja eigentlich versprochen, endlich mal die Hauptstory zu machen. Aber das Wochenende war dann doch nicht so viel Zeit, weil da haben wir das Pen and Paper aufgenommen. Wodurch ich die Mission dann nicht so aufnehmen konnte, die Hauptmission. Und jetzt so unter der Woche habe ich halt nicht so viel Zeit. Und ich habe ja gesagt, ich will das so ein bisschen hintereinander wegmachen. Weil wenn ich einmal drin bin, dann bin ich ja drin. Aber ab Donnerstag habe ich dann Urlaub. Und würde dann bald Zeit finden, das in Angriff zu nehmen. Und ich habe auch so ein bisschen Angst, dass mich die Hauptstory enttäuschen wird. Weil bisher finde ich das Spiel geil, so mit Erkunden und so, das läuft super. Wo ist mein Scharfschützengewehr? Hier. Okay, das sind Raider. Raider gleich böse. Und los. Du brauchst es gar nicht probieren da hinten. Wie, der hat überlebt. Pass mal auf, mein Freund. Das mache ich auch mit dem. Oder auch nicht. Vielleicht doch. Müsste gereicht haben. Der war ja schon fast tot.
Oh, ich habe keine Erfahrungsanzeige gekriegt. Er lebt noch. Achso, das sind zwei. Das war sogar ein Kopfschuss. Okay. Die müssen nämlich mit der Sniper-Munition aufpassen. Da habe ich ja nicht so viel. Ich weiß gar nicht. Wir müssen jetzt noch 30 Schuss sein oder so. Man findet halt nicht so viel von der 50er. E-Radar-Munition. Jangles, der Mondaffe! Geht nicht anders. Muss ich mitnehmen. Wenn es hier im Spiel Affen gibt, dann muss ich sie auch einpacken. Tja, aber sonst ist ja nicht viel, ne? Ne. Dann gehen wir wieder zurück. Doch, da geht's rein. Hallo. Ich bin der Liebe von nebenan. Hier. Ein Büroventilator. Hä? Hä? Doc, ich verstehe auch nicht, was da steht. Also. Brauchst nicht so zu fiepen. Oh! Ein Geheimgang. Also ganz ehrlich, eins haben die mit den Hunden falsch gemacht. Hunde sind nicht 90% der Zeit am Fiepen. Mein Hund würde hier die ganze Zeit nur durch die Gegend rennen und schnüffeln. Schnüffeln? Gollum, wisst ihr? Ich habe letztens wieder Herr der Ringe geguckt. Zum 25. Mal. Reicht ja nicht. Schließlich ist es Herr der Ringe. Das muss man immer und immer wieder gucken. Davon kann man noch nicht genug kriegen. Man hat dann immer diese Momente, wo man dann immer noch heulen könnte. Oder manchmal dann sogar wirklich heult. Also ich kann es ja mal wieder gucken. Genauso wie Star Wars habe ich auch schon wieder geguckt. Vor allem da ja am Donnerstag der Film rauskommt und ich den am Freitag gucken gehe. Mit vielen Freunden und... Mal, ich glaube, das gesamte Mad Monkey Squad ist den gucken. Ja, plus mein Cousin, mein Vater. Wird schon cool, wird cool. Wie schön. Wenn dann das Intro kommt und Gänsehaut pur. Alle weinen, alle Männer. Vielleicht auch manche Frauen. Ich weiß es nicht. Wir werden sehen. Na nö, ein Schiffchen. Wir werden mal gucken, was auf dem Schiffchen drauf ist. Oh, Rettungsringe. Brauche ich ganz dringend. Jo, erstmal gucken wir in der Bude, dann gehen wir runter. Hallo? Achso, hier waren wir schon drin. Ich habe nichts gesagt. Immer schön aufpassend. Wo wir gerade bei aufpassen waren. So. Oh. Ich wollte gerade schon sagen, hier gibt es ja gar nichts auf dem Schiff. Es gibt aber nur fast gar nichts auf dem Schiff. Hallo? Ich bin verstrahlt, ich bin verstrahlt. Burn, burn, burn. The ring of fire. Was ist das hier? Hier muss doch auch irgendjemand wohnen, oder? Hallo? Räder? Ich bin ein bisschen verwirrt. Ich kann doch nicht niemand sein. Hund, erschreck mich doch nicht. Himmel, Herrgott, nochmal. Sumpfwald. Aha. Arr. Gule. Überraschenderweise Ghule. Oh, ein wilder Ghul-Pörscher. Ich hab dir deinen Arm weggeschossen.
sind die alle? Vorsicht, ja, wovor? Nein! Nein! Oh, so wird das nicht. Müssen wir das wieder benutzen. Hä? Was war das denn gerade? Ich habe Doc getroffen, der ist explodiert, oder was? Aber was ist denn das? Oh, kotzt mich das an. 61% Trefferchance. Oh. Hund, steh auf. Mist. Wo kommst du denn her? Hm, stirbt er jetzt auch? Nee. Doch. Sag mal! Das Gefühl, das werden mehr und nicht weniger. Ja. Sag mal. Jetzt reicht's aber auch. Ups, ups. Hm, Doc hält ziemlich was aus. Oh. Oh, da trifft er plötzlich. Aber wie? Vor allem, ich habe höheren Gewehrskill als Pistolenskill, aber ich treffe mit der Pistole besser. Ist klar. Oh. Deswegen gibt's Brücken. Die Frage ist aber, gibt's nur Häuser, wo man wirklich noch rein kann? Ah. Das gilt es herauszufinden. Ey, das war doch. Ich fand, das war ein Treffer. Oh, abgetrennt. Warum habe ich so eine niedrige Trefferchance mit dem Ding? Verstehe ich nicht. Ach, renn doch nicht weg. Hm. Hatte bestimmt jetzt Angst. Oh nein, er fällt runter. Nein, ich habe schon mitgedacht. Tja. Also wirklich viel gibt es hier ja nicht. Doch, da hinten. Ich sollte vielleicht mal ein bisschen mich heilen oder so. Leuchtfackeln 36. Alter. Ich speichere mal ab. Dann heile ich mich kurz. Ich hätte es auch andersrum machen können. Wäre vielleicht sogar intelligenter gewesen. Aber warum sollte ich intelligente Sachen tun? Nuka-Cola und so eine Mutanten-Hundekeule. Schlabberinern wir mal so weg. Tja, ich glaube, das war's dann auf den Dächern hier, ne? Ach komm. Hier auf dem Kopf nur eine 43er Trefferchance. Siehst du, das ist... Schieße ich lieber einmal so und dann ist das fertig. Deswegen VATS. Geile Sache. Aber das funktioniert meistens dann doch noch besser. Als irgendwie dieses komische Watz. Watz ab. Tja, dann sind wir wieder hier. Hier muss man doch mal in irgendein Haus reingehen können. Kann doch nicht sein, dass das alles stinknormale Häuser sind. Abgewrackt. Doch, da kann man rein. Nö. Gerade wenn ich von der Straße runtergegangen bin. Das nächste Haus, da kann man dann rein. Oder auch nicht. Dann verarscht mich das Spiel einfach. Oh, Steam, geil. Wenn die Freunde noch 7 Minuten warten können. Das ist komisch, ich kriege hier mein Steam-Overlay nicht angezeigt.
Oder kann ich jetzt aufrufen? Nein. Gut. Wo kommt ihr beiden her? Das kann böse enden. Könnte... So. Ich würde sagen, wir... Ach, ich unterbreche mal kurz die Aufnahme, gucke, was da los ist und dann sehen wir uns gleich wieder. Und heute geht es, meine lieben Freunde. Es kann nicht sein, dass es nochmal plumm macht. Aber das ist egal. Weil das hat dann auch wieder ein bisschen Zeit. Also beeindruckend war das hier nun nicht. Waren halt wieder Ghule. Ist ja nichts Neues. Mal so eine Todeskralle. Stellt euch vor, hier wäre eine Todeskralle plötzlich gewesen. Das wäre Spannung pur. Aber Ghule, meh. Obwohl, die haben uns ganz schön Schaden gemacht, oder? Hey, du sollst es essen. So. Oder waren wir vorher schon nicht so voll? Was ist das denn hier? Oder doch nicht Denke mal so bei LKWs, Mensch, da wird doch was drin sein. Warte mal, das ist eine Vault. Was ist das für eine Vault? Oder das Symbol da unten, dieses Zahnrad, ist doch Vault, oder? Das sieht aus wie eine Burg. Nee, das ist eine Brücke. Da. Hier wird es nochmal interessant. Raider Psycho, aber nicht böse? Hä? Hallo? Hey. Hey, wer durch will, muss 250 Kronkorken zahlen. Am Arsch. Komm schon. Sehe ich so aus, als könnte ich mir das leisten? 200. Sei vernünftig. 150. Letzte Chance. Mach mir ein faires Angebot, dann muss keiner sterben. Jetzt zahl schon, sonst werden wir dir wehtun. Ich glaube nicht. Ich glaube nicht. Das ist dein Tod. Nein, das ist euer Tod. Flaschen. Na, da hatte ich mir die höchste Treffer. Kann man bei der Trefferchance daneben schießen, ohne Mist. Oh Gott, mein Tod. Ich spüre schon meine Beine nicht mehr. Affen. Das ist eine Matratze. Ich kann hier aber nicht schlafen. Das ist ja doof. Ja, das waren die Raider. So viel dazu. Aber wir konnten ein bisschen Erfahrung kriegen durch das Handeln mit denen. Das war doch mal nicht schlecht. Aber ich verhandle nicht mit Abschaum. Bin der General. Nee, oder? Immer so was Offensichtliches, wo ich dann einfach nicht peile, was das ist. Und naja. Gehört dazu. Dann die Tür. Aber da hinten... Nee, da war das Interessante. Da wollte ich hin. Was haben wir hier oben? Hulu. Oh, Zwischenstation. Ein geheimer Gang, Freunde. Was zur Hölle? Sieht nicht gut aus, meine Liebe. Aber passiert halt, ne? Shit happens. Ich finde es nun sehr gut, dass ich die Raider gekillt habe. Weil ich bin jetzt ziemlich sicher, dass das die Raider waren. Am liebsten würde ich sie wiederbeleben und dann ihre Kiefer rausreißen. Naja, es geht ja nicht. So, nun will ich die Vault gucken gehen da. Die Vault gucken gehen ist gut Deutsch. Sammle ich ein cool Blutblatt.
Und coole Pilze. Ne, die kann ich nicht einsammeln. Okay. Flauschi, flauschi, flauschi. Oh. Der ist sogar verkrüppelt. Bam! Oh, Headshot! Oh, Dogmeat. Du hast jetzt einen tödlichen Treffer gelandet. Volt 81. Na, come to save all the... Ja, was wohnt denn hier denn eigentlich? Wohnen da noch Menschen oder Ghule? Okay, da hinten geht die Post ab. Und weil da hinten die Post abgeht, gehen wir hier rein. Ach, da muss ich erstmal rein und den Knopf drücken zum Aufmachen. Nee. Sieht nicht so aus, oder? Seht ihr den Knopf? Ich sehe keinen. Nur eine Matratze. Ach man, Steam, komm schon. Hallo? Ist da jemand? Volt 81, ich überlege. Was ist da los? Habe ich schon mal was von Volt 81 gehört? Vielleicht. Aber selbst wenn, jetzt finden wir es heraus. Aber erst in der nächsten Folge. Also, wir sehen uns dann. Bis dahin, ich wünsche euch was. Ciao.